Und wenn man dann zur Ruhe kommt und die Tiere hört, wie sie das Gras abreißen, ja, oder wenn man dann auch wieder sieht, wie ein neues Leben auf die Welt kommt und wie es einfach weitergeht, das ist einfach schön, da kriegt man Gänsehaut. Ja, also die Kälber sind insgesamt gesünder und stabiler und wachsen auch besser. Also. Sie gedeihen aber viel besser an der Kuh. Und sie können ja saufen, wie sie Lust haben. Ja, wir machen das eben schon so lange, weil wir das einfach aus Idealismus tun. Wir wollen das für die Tiere tun. Deswegen haben wir diese Mutter- und angebundene Kälberaufzucht. So ein Mütter sein und ihre Kälber aufziehen dürfen. Und wir bekommen die Milch dafür. Das ist für mich eigentlich das größte Geschenk dafür. Da geht einem das Herz auf. Das ist einfach schön. Vier Betriebe. Das ist der Beginn der Bruderkalb-Initiative Hohenlohe. Jeder Betrieb ist anders. Zwei gehören zu Bioland und zwei gehören zu Demeter. Da heißt es Kompromisse schließen. Ich meine, Anja war ja immer so ein bisschen die Hardlinerin. Die kommt ja eigentlich aus einer Richtung, wo die praktisch die muttergebundene Aufzucht eigentlich propagiert. Ja, stimmt, ja. Und wir haben das eher ein bisschen weiter gesehen. Wir haben es ja auf die Ammen erweitert. Einfach andere Voraussetzungen, andere räumliche Bedingungen sind. Und da muss man sich ja auch erstmal einigen, was wollen wir eigentlich und wo wollen wir hin. Genau. Anja Frey ist Gründerin der Initiative und weiß, wo sie alle hinwollen. Mehr Tierwohl für Kälber. Mütter und Kälber gehören zusammen. So natürlich wie möglich. Hier ist einfach Lebensfreude nochmal. Dafür geben sie reichlich gute Heumilch. Sie geht direkt in die hofeigene Abfüllung. Eine Wertschöpfung, die hilft, den hohen Aufwand für diese Form der Tierhaltung zu decken. Der Biobauernhof der Familie Herz ist seit 2016 Bio. Die Bullenkälber kamen früher schnell zum Mester. Julia fand das besonders schade. Und das zähme ich jetzt. Da versuche ich dann auch hier ein bisschen mit dem Strickler, das habe ich selbst gebastelt. Da übe ich dann ein bisschen mit dem Laufen. Kälber-Iglu und Fütterung aus dem Eimer werden in Zukunft verschwinden. Alle Kälber sollen nach und nach einen Platz draußen bei der Mutter oder der Amme finden. Dank der Bruderkalb-Initiative. Der Vorteil an sich ist eigentlich, dass wir so zusammenarbeiten und harmonisieren, dass auch Wissen weitergegeben wird. Und wir jetzt als neuen Betrieb auch davon lernen können. Jo und Michaela gehören auch zur Bruderkalb-Initiative. Sie führen ihren Betrieb schon über 20 Jahre, mit viel Kuhverstand. Auch Tochter Leonie weiß, was Kühe lieben. Also mein Ziel wäre quasi, dass dann am Ende auch jede Kuh ihr eigenes Kälbchen zumindest eine Zeit lang großziehen darf. Das wäre schon am besten. Also wir haben keine muttergebundene, sondern kuhgebundene Aufzucht. Manchmal sind die Mütter mit ihren Kälbern dabei. In der Regel sind eigentlich auch noch andere Kälber dabei. Seit 2016 haben die Tiere ein großzügiges Zuhause für die Ammenhaltung. Auf die Weide geht es meistens ohne die Kälber. Es ist zu gefährlich. Die Flächen sind zu nah an der Straße. Früher war Trinken aus dem Eimer Voraussetzung für den Verkauf an den Mester. Ja, und genau. Haben wir fast nicht geschafft. Und der Leonie hat halt nie gefallen, dass wir die Kälber dann immer auf dem konventionellen Markt verkaufen. Genau, wenn es keine Bio-Vermarktung gibt, dann muss man halt gucken, was man sonst macht. Und dann haben wir halt die Kälber so hergegeben und das ist natürlich immer ein bisschen unbefriedigend. Vermarktung ist auch auf Hof Hohenhardt schon lange ein Thema. Vieles geht direkt über den Hofladen. Ihre Kälber lassen Julia und Julian schon immer bei den Müttern und Ammen. Ganz nach den Prinzipien eines Demeter-Betriebes. Es ist immer schwierig, alle Bullenkälber wirklich zu vermarkten. Die Jury des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau möchte gerne wissen, welche Erwartungen die beiden an die Bruderkalb-Initiative haben. Professor Hess von der Jury ist per Telefon zugeschaltet. Was ja vielen Bullenkälber dann nicht vergönnt ist. Und hier habe aber eine Möglichkeit, dass die Kälber wirklich ihr Leben lang gut aufgezogen werden, möglichst artgerecht und eine hochwertige Vermarktung hat. Und das hat uns einfach von Anfang an begeistert und deswegen sind wir da im Initiativkreis mit dabei. Hochwertige Vermarktung bietet die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall.
Die Bruderkalb-Initiative hat damit die perfekten Partner gefunden. Die Erfahrung und guten Verbindungen des Geschäftsführers Rudolf Bühler waren ein Glücksfall. Wir haben auch die Infrastruktur dazu. Hier haben wir einen Erzeugerschlachthof, der gehört den Bauern der Region. Das ist ein öffentlicher Schlachthof und hier kann jeder, kann auch jeder Direktvermarkter seine Tiere schlachten lassen. Und es ist eine Einrichtung für die Region, gehört uns Bauern und in diesem Fall sehr, sehr wichtig. Bei Marketing und Öffentlichkeitsarbeit hilft die Initiative Bio-Musterregion Hohenlohe. Das kann man dann noch mitgeben als Info. Das kommt an und lockt Kunden. Weil mir es wichtig war, dass man mit den Tieren, mit der Umwelt, mit den Landwirten einfach gut umgeht und da Wert drauf legt. Dass für dieses Projekt noch mehr glückliche Kuhmütter und Bruderkalbbetriebe gefunden werden, ist das Ziel für Anja und ihre Partnerbetriebe. Rund 20 Betriebe folgen bereits dem mutigen Beispiel. Das verdient den Bundespreis ökologischer Landbau. Wir gratulieren.